Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon Dracanto. Wir haben das letzte Mal ja auch gesagt, dass wir einen Zaubertisch machen können. Also ich habe es gesagt, aber ich habe noch ein paar mehr Sachen gemacht. Zuerst mal habe ich 5 Diamanten gefunden, plus den, den wir schon gefunden haben in der letzten Folge. Und ich habe ja, hier Kisten aufgestellt. Da unten habe ich einen Garten gemacht, damit wir bald auch ein bisschen normale Tiere ja, irgendwo hinstellen können. Am besten unterirdisch auch. Oder, ja, die könnten wir auch in Luft, also an der Oberfläche machen. Und ich habe 2 Zigzags, das sieht man hier, 2 Zigzags erledigt für Knochen. Ich dachte, die geben Leder, aber die geben Knochen. Ja, mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. So geil, also irgendwie hatte, oh, das kleine Bonita. Manche Sachen sind so geil geworden seit 2 Versionen. Es gab noch ein Berry-Update und noch ein irgendwie so ein Update, wo ein paar Pflanzen wachsen jetzt und so generiert wurden. Und jetzt ja, müssen wir Obsidian farmen gehen. Und das wird halt schwer, also ja, wir müssen ja eine Diamantspitzhacke zuerst haben. Nicht ohne Diamantspitzhacke können wir das machen. So, weil es nicht so viel Lava gibt in der Farmwelt. Na gut, machen wir das kurz. Wir machen in dieser Folge auch noch ein paar. Oh, ich habe es resettet. Kurzen Moment. So, jetzt. Wir machen auch noch ein paar Pokémon fangen und leveln Sachen. Ja. Es kann sein, dass wieder ein paar Blöcke nicht erscheinen. Das ist einfach an diesem Mistcraft. Das ist immer noch performance-hungrig as fuck. Ja, leider aber kann man das nicht mit einem anderen Mod ersetzen oder so, ohne dass man. Also hier habe ich die Dias gefunden. Das ist relativ nah am Eingang der Mine. Also, ja, 68 Meter. Jetzt müssen wir einfach irgendwo hin, wo Lava ist, aber man sieht es eigentlich in diese Richtung hier. Ein bisschen weiter ist Lava. Okay, aber hier ist es gefährlich. Sind wir nämlich wieder unter dem Spawn. Ja, es geht gerade momentan nicht. Generiere bitte, Spiel. Java, nicht so faul sein. Ja, was sollen wir anders machen? Nochmal ein bisschen hier meinen. Das geht wenigstens. Ja, dann gehen wir einfach außen herum. Das ist schon ein bisschen zu gefährlich, so einfach den Abgrund zu haben. Und ja, ich werde wahrscheinlich Keep Inventory anmachen und kommen. Weil ich nicht so ein Ding bin. Ein Mensch, der sich immer 100% konzentrieren kann. Ich habe ja so viele Gedanken im Gehirn, dass ich schon fast, ja, irgendwie ein bisschen dummlich wirke, habe ich so das Gefühl. Und es ist natürlich nicht so toll, wenn man sich einfach, ja, ein bisschen dümmlich wirkt, aber eigentlich ganz gescheit ist im Kopf, auch nur alles nicht sortieren kann. Dann wird man einfach falsch angesehen und das ist natürlich nicht so toll. Also nie einen Menschen kritisieren, indem er einfach sagt, es sei dumm. Also am besten das so machen, dass ihr zuerst ihn kennenlernt, bevor ihr etwas kritisiert. Egal, ob es eben ein dummer Mensch ist, ein gescheiter Mensch ist, ein toller Mensch. Egal was, oder? Es ist nicht gut, wenn man einfach einen Menschen sofort irgendwie runter macht. Jetzt haben wir kein Wasser drin. Dein Ernst? Ah, wir haben Wasser hier. Ja, es gibt kein Obsidian, stimmt. Das wissen müssen. Okay, wir brauchen einen Lavasee. Ist die Wasser, die wir machen, das in der normalen Welt, genau. Ja, gehen wir einfach kurz zurück. Das ist blöd, hier werden keine Lavaseen generiert. Wir müssen jetzt also wieder in diese Höhle. Hier haben wir uns, glaube ich, noch runtergebuddelt. Nein, noch nicht. Aber wir gehen von hier aus, dass es besser aussieht und Wasser unbedingt mitnehmen.
Wieso ich jetzt wieder kein Wasser drin habe, liegt an, ja, Mistcraft. Ich habe es ja eingesammelt. So. Wir brauchen einfach Lava, deshalb müssen wir uns hier am tiefsten Punkt, denke ich mal, aber am nächsten Punkt sozusagen, mal ein bisschen runterbuddeln. Nur zwei tief. Oder eine schnelle Treppe machen. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man ja, so Probleme hat mit der Farmwelt, dass keine Lavaseen generiert werden, kann man auch keine Obsidian finden. Weil Obsidian wird ja eigentlich immer auch aus Lava generiert, oder? Oder ist es schon ein fester Block, wenn es generiert wird? Aber auf jeden Fall immer auf Lavaseen drauf. Oder einfach so, dass es direkt schon Obsidian ist. Der Lavasee. Okay. Gibt mal eine Höhle. Nehmen wir noch das Bauxit mit. Das ist natürlich nicht so häufig. Und können gleich mal hier rum und in die Lava. Also die Lava benutzen. Ja, es ist schon wieder ein. Ich finde einfach keine Lavaseen, das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem, dass wir keine Lavaseen haben. Hier auch leider nicht. Ja, wir müssen hier durch. Ich finde leider das, was wir brauchen, nicht. Diese Schlucht. Hier viele Erze spawnen in den Schluchten und so nehme ich mal alle Erze mit, weil in der Farmwelt spawnen manche Erze gar nicht. Aber zu viel Untergrund möchte ich ja auch nicht verschanden, nur am Spawn. Vielleicht finden wir dann eine Mistcraft Map, wo wirklich alle Erze gut spawnen und auch öffentlich verfügbar sind, aber so noch nicht. Ja, Fledermaus, ich weiß. Es ist nirgendwo ein Lavasee in der Schlucht, also gehen wir einfach mal ein bisschen durchbuddeln. Gucken aber zuerst auf die Map. So, hier fangen wir an. Da drüben, okay, geradeaus und dann noch ein bisschen nach rechts. Nein, nach links, okay. Gut, hey, mir macht das Spiel so viel Spaß. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie viel Erde wir haben. Und auch Platz, oder? Wir haben vier Iron Backpacks. Ich habe das Leder Backpack wieder in die Truhe getan. Wenn ich das noch upgraden möchte. Wahrscheinlich direkt zu Gold. Aber Gold haben wir jetzt eigentlich schon noch sehr wenige von. Okay, da hat sich die Farbe geändert. Habt ihr das gesehen? Einfach mal das Erz nochmals geändert. Ja, und wir müssen auch die Map halt gut erkunden im nächsten Ding, weil wir brauchen unbedingt noch, ja, vor allem Zuckerrohr, aber auch noch ja, andere Biome für andere Pokémon, oder? Das ist das Wichtigste. Ah ja, genau, Bücherregale aus Dörfern brauchen wir. Stimmt, das habe ich gerade ein bisschen verschluckt. Natürlich vorbereitet und wollte es sagen, aber hab's verschluckt. Mist. Na komm. Es geht ein bisschen schneller, buddeln noch. Ja, und wo ist jetzt der Lavasee? Ich höre ihn, aber hier noch nicht. Also jetzt müssen wir aber beide kurzen Backpack füllen. Mit alten Schmarrn. Ja, nehmen wir noch die seltenen Erze hier rein. Ja, vielleicht heute könnte es schon mit Livestream losgehen. Ah, das ist irgendwo hier oben. Wieso finde ich jetzt diese. Was weiter unten? Es ist kein Lavasee. Wieso werden keine Lavaseen mehr generiert? Was ist denn los? Nicht crashen, gell?
Charakter. Schön, ein Level Up 25. Das hat der große Sand. So, endlich haben wir Obsidian. Wow. War aber lange genug gesucht. Ja, Mods bringen auch Tücken. Das ist leider so. Ah, sie decken immer. So. Kurz das abbauen. Und jetzt mit Wasser füllen, dann hier schön Obsidian bekommen. Also direkt mal 4 und nicht 13. Oder 14, Weil wir mit einem verzauberten Spitzhacke natürlich wieder schneller Obsidian abbauen. Aber jetzt einfach 4. Ja. 2. Challenge haben wir. Direkt wieder nach oben. Können ja Obsidian kurz ein Vapen geben. Ich werde öfters mit Teleport arbeiten, weil ja, ihr dürft sagen, stopp, nein, Drago macht das nicht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist dem Projekt nicht gut, Langeweile zu zeigen. Es ist ein Projekt, wo man wirklich gechillt baut und so, Pokémon trainiert und so weiter, und das ist das Hauptziel, also dass ich das alles wirklich auch zeige und mache und deshalb einfach andere Sachen in den Hintergrund geraten müssen. Hey, ich habe nur 3 Obsidian. Ich habe 4 abgebaut. Teleportieren. Aua, du musst... Wieso sind die Teleports immer falsch? Ich habe 4 Abgabe. Wo ist das letzte Obsidian hin? Ah, hat sich das wieder weggepackt. Nochmals einfach abbauen. So langweilig manchmal, ey. Weil einfach manche Mods nicht richtig funktionieren. Ah, da ist das Obsidian. Ich hab's. Ganz weggeschwommen. Dankeschön, ey. Jetzt haben wir 4. Ah, Mann. Manche Sachen nerven schon. So. Wenn wir das Haus haben, können wir da ein Waypoint noch machen. Aber der Spawnpunkt ist ja ganz in der Nähe. Okay, haben wir noch Kohle? Ja. Und rein bitte. Das brauche ich auch nicht. Das Köppel. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch Leder. Das haben wir da hier irgendwo, ja. Also wir können sehr wenig. Machen wir das einfach mal hier rein. Das Obsidian habe ich auch schon reingelegt. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Rauslegen. Hier rein tun. Hier rein tun. Und jetzt können wir laufen. Jetzt können wir ein bisschen. Ich denke mit dem Boot. Naja, das Boot ist halt nicht so gut in 1.12.2. Wo gehen wir jetzt hin? Wieso ist die Minimap auch immer falsch eingestellt? Wir gehen jetzt am Strand entlang hier. Okay. Das ist relativ gut. Das mal hier. Rote brauchen wir ein bisschen mehr. Schön. Noch das, wenn es gehen würde. Gut, und dann laufen wir ein bisschen da herum. Ja. Okay. Jetzt geben die immer Büsche. Oh! Papuna oder so, das, oder? Ja, Bibillion. Papuna ist, glaube ich, die Mittelentwicklung, oder? Boah, wie geil! Da, diese Palme müssen wir dann mal ein bisschen scheren, aber jetzt nicht. Und dieses auch wieder ein bisschen mehr züchten. Hey, das sieht mega schön aus.
Das jetzt nicht so, aber es ist eine coole Farbe. Ja, es muss unbedingt mal 128 Pixel Mods Blöcke geben. Ne? Nicht immer nur 16. Ja, man könnte noch sehr viel machen mit Mods. Wir haben, glaube ich, Zuckerrohr gesucht und hier hätten wir schon gehabt. Wenn man die Welt kennen würde, dann hätte man nicht immer so viel Probleme. Ja, dann noch mehr Tintenbeutelfarm. Wenn wir zuerst die Monster, also die Mobs farmen, weil die können wieder despawnen. Und dann das andere Zeug wie Zucker. So. Also ich könnte hier dann einfach auch farmen, weil jetzt machen wir das nicht. Einfach ein bisschen Tintenbeutel noch farmen gehen. Ja, hier ist relativ gut für Tintenfische, so 2 Meter bis 4 oder 5 Meter tiefes Wasser. Ist immer am besten für mich, Tintenfische auch zu fangen, ohne dass sie abhauen. Dick, da hast du irgendwelche Wasserprobleme. Aber es ist so geil, dass die unten gar nichts haben im Pixel. Ah, okay. Die haben wir noch nicht ausgenommen. Das machen wir jetzt kurz. Vielleicht finden ja Bücherregale. Nein, das geht ja nicht. Aber die nehmen wir jetzt aus. Oder haben wir das schon gemacht? Ah, in den Ding hat es ja, in den Pokémon Center hat es ja noch Bücherregale. Sollen wir die schon nehmen? Ja, einfach ein bisschen weiter weg dann. Und ja, komm schon direkt. Hauptsache wir haben Bücher. Ja, wir haben es schon ausgenommen, aber alles? Ich glaube eher nicht alles, weil wir noch nicht Ding hatten. Ja. Dann nehmen wir einfach mal alles in die Backpacks. Truhe nehmen wir auch noch mit. Also Backpacks. Backpack. Ja. Ja, da sind ja gute Sachen drin. Aber wir hatten ja damals keinen Platz mehr. So, jetzt ein paar Kisten mitnehmen. Ein paar platzierte Blöcke. Das ist einfach geil am Platz haben, was in Vanilla ja nicht geht. Dass man einfach alles mitnehmen kann. Was ist denn so schwer, an den Entwicklern mal Backpacks einzufügen in Vanilla? Das muss ja mega schwer sein für die Entwickler. Also das wollen sie halt einfach nicht. Oh, wie die cool die aussehen. Oh ja, richtiges Wild West-Tinte. Ja, ich habe keinen Sandstein, der normal ist. Nur abnormalen Sandstein. Sehr schön. Jetzt können wir wieder nach oben. Wenn wir noch mehr Ding hätten. Ja, wenn ich habe es ja, der gemeißelt ist halt einfach schön. Wieso nicht auch so? Fertig. Diese Blöcke nehme ich jetzt mal nicht mit. Die können wir eigentlich gut herstellen, falls wir eine Farmwelt haben. Und jetzt gehen wir einfach, ja, zuerst zu diesem. Und das, die Bücherregale. Und dann zum anderen. Vielleicht noch zu einem dritten. Da ist nämlich. Ne, das ist das andere. Okay. Da ist sowieso noch ein paar Zeugs drin. Für uns existieren die gar nicht. Also hier war nie ein Schrank. Also Bücherregale und Kisten. Niemals. Ist das in die falsch herum? Hm. Und jetzt zu dem hier. Hey, da Kleinstein.
Ja, eigentlich hatte Pixelmon schon viel früher die Mega-Entwicklung. Scherz beiseite. Aber sie sehen schon cool aus, so groß. Es war auch damals schon einstellbar, dass man die Größe nur messen konnte. Cool, einmal ums Gebäude laufen. Ja. Ja, da hätten wir ja auch noch viel Krempel. Ganz viele Items zu mitnehmen. Wieso nicht? Die nehmen wir jetzt nicht mit. So. Das sind die Backpacks. Einfach so lassen. Da sind sie wieder richtig, okay. Je nach Ausrichtung halt falsch. Das ist das Schluchtdoppel. Dann gehen wir lieber hier, ja, weiter, wo wir noch nicht waren. Da ist sowieso auch noch was ein Pokémon Center. Bin ich wieder gehypt vom Spiel, vom Mod. Ah, nochmals ein Dorf, sehr gut. Mit auch so einem komischen Haus von Forestry. Die finde ich immer am schönsten, weil einfach ganz neue Blöcke abbaubar sind, das ganze Haus abbaubar ist. Weil wir auch die Blöcke finden, die wir haben wollen. Ja, und wir machen öfters wahrscheinlich dann auch ein paar NPC-Dörfer größer. Vielleicht spawnen dann auch mehr NPCs. Ich glaube eher nicht, dass sie das eingebaut haben. Nur wir können ja mit Custom NPC die gleichen NPCs spawnen. Ja, genau, so ein ja, braunes Haus, hellbraunes Haus. Oh, mega Voltila. Oh Gott. Pulli hat es noch gehabt. Ja, einfach mal so groß wie der Charakter. Ja, so ein bisschen schwer. So. Gut. Den Baum haben wir, Säbelinden. Ah, Mann, ich schaue immer zu schnell und kann es da nicht aussprechen. Was ist das? Kirschholz. Das haben wir eigentlich oft. Das Haus müssen wir nicht zerstören. Das ist auch gut, weil es im Spawn liegt. Ja. Nehmt doch alles mal mit. So, und im nächsten Part können wir dann direkt auch noch ein bisschen weiter schauen. Im Dorf. Also ja, es ist jetzt noch nicht Badende. So. Aber da nehmen wir doch auch alles mit. Ich weiß nicht, ob man die so abbauen kann, die Bienenhäuser. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, nehmen wir auch mit. Gut. Und ja, die Blumen. So, aber zu viel möchte ich nicht immer mitnehmen müssen. Das langweilt euch auch. Ich weiß es, weil, ja, kann ja nie so sagen, mir würde das nicht gefallen. Immer jedem gefällt irgendwas nicht im Leben. Aber es ist schon markant, dass auf YouTube viele nicht Lust haben, immer Let's Play zu schauen. Das ist klar. Aha, da hätten wir noch mehr Bücher. Dann haben wir das hoffentlich im nächsten Part schon mit dem Verzaubern. Hallo, richtig. Ja, legen wir das auch noch rein, damit wir mehr Platz haben. So, was haben wir noch? Ah, eingesammelt schon. Hier haben wir noch etwas. Und dann das Skript, das können wir auch nochmals mitnehmen. Tschüss. Ja, die armen NPCs werden einfach geplündert ständig von mir. Die sehen cool aus. Mir gefällt alles. Oh, Baum. Baum. Jetzt müssen wir nur finden, wo der Eingang ist. Ja, das ist ja schlimm. Ja, gut, dann
Bauen wir hier nochmal so einen Block ab. Eieiei. Da sind die Bäume, die Dinge immer so weit weg. Die Eingänge. Wunderbar, wunderbar. Tschüss, hast du was zu reden? Ja, auch nochmal. Ja, leider ist das nötig, wir können sie immer wieder hinsetzen. Ich weiß ja, wie die aussehen. Oh, wow. Das ist schon heftig. So, jetzt machen wir das alte Backpack hier hin. Hier haben wir noch einen Rest, wo wir auffüllen müssen. Ja. Dann das. Ja, jetzt haben wir es leider ein bisschen aufgeteilt. Die Backpacks sind nicht im Winter gerade. Die sind irgendwo verflogen. Ach je, manchmal denke ich schon, das Jahr war echt nicht gut gemacht wurde oder die Mods nicht gut gemacht wurden. Hallo. Ja. Java möchte nicht mehr arbeiten. Es ist zu viel für Java. So, komm jetzt, lad. Alles wieder in Ordnung? Nein. Für immer verschwundene Backpacks. Das nervt. Unglaublich, wie Mods einfach kaputt sein können. Oder Java einfach kaputt sein kann. Das nervt. Ich hoffe, die bekommen wir wieder über. Weil uns fehlen zwei. Also sind die sind hier drin. Oh Gott. Ich habe die nicht hier reingetan. Ja, dann ist ja alles klar. Dann ist es ja nicht Java gewesen. Tut mir leid, Java. Aber du bist heute schon manchmal ein bisschen langsam. Oh, so Candeliers. Oh. Wie Candeliers, also wie Kronleuchter aussehen, diese Pflanzen. Die muss ich alle haben. Alle. Shinox werden wir wahrscheinlich besiegen können. Aber was hat das für ein Typ? Ah, der hat, glaube ich, Blitz. Okay, wird aber hoffentlich. Ist das was so Blitz? Nein. Ich kenne es eben nicht. Also. Ich kenne. Neuere Pokémon halt noch nicht ganz so gut wie wahrscheinlich die meisten Leute, die zuschauen. Das möchte ich natürlich auch lernen. Aber so Muschus ist cool auf dem Land. Suicune! Irgendwo hier in der Nähe. Etwas Beach ist. Wir gehen nochmal zurück. Oh, da heißt es ja schon. Okay, cool. Cooler Abschluss. Machen wir im nächsten Part gleich hier weiter. Mann, das ist so blöd. Wie der Drago rätselt, wie er die Spielfigur Ding muss. Bewegen muss. Mit Regen. Wow. Sehr schön. Ja, dann Dankeschön fürs Zusehen. Oh, eines meiner Lieblings-Pokémon. Ah, ich liebe das Pokémon. Wirklich mit der Extra-Entwicklung, also der Mega-Entwicklung. Geil. Das ist wirklich einer meiner Lieblings-Pokémon vom Aussehen her und vom. Ja, es ist nicht ganz so schön vom Aussehen her, aber es ist einfach einzigartig, weil es ein Kind hat. Ja, das Problem hat. Okay. Bis zum nächsten Mal, euer Traubasler. Tschüss.